Sie kamen im November. Sie kamen nach Magal, als die Orangenernte begann. Magal, ein Kibbutz in Israel. Magal, das heißt Arbeit, einfaches Leben. Aber Magal ist mehr. Magal ist ein Versuch. Junge Deutsche leben hier unter jungen Juden. Es war von vornherein auf beiden Seiten eine gewisse Befangenheit festzustellen. Einfach nach all dem, was geschehen ist, konnten wir nicht so miteinander sprechen, wie es sonst mit Freunden möglich ist. Ein Tag im Kibbutz, ein Tag wie viele andere. Orangenernte. Gestern ist ein Brief von zu Hause gekommen. Zu Hause schneit es. Die letzten Tage hat es hier geregnet. Zu viel. Die Chaverim, die Kibbutzniks, sind schon unruhig geworden. Aber heute Morgen war dann die Sonne da. Magal ist ein kleiner Kibbutz. 50 Chaverim und jetzt 18 Deutsche. Und sehr viel Arbeit. 800 Tonnen Orangen wollen bis Ende Februar geerntet sein. Man redet nicht viel. Am Anfang hat man die unruhigen Deutschen etwas skeptisch unter die Lupe genommen. Berufssühner? Man sagt offen und ohne Floskeln, was man denkt. Warum kommt ihr nach Israel? Fragen, immer wieder Fragen. Meiner Ansicht nach genügt es nicht, wenn wir in Deutschland über die deutsche Vergangenheit hören, in Schule oder durch Bücher, in Büchern lesen. Und ich glaubte, dass es ein guter Weg sei, nach Israel zu gehen und hier mit den Menschen zu leben für ein Jahr lang. Damit man die Menschen hier kennenlernt. In Deutschland herrscht eine Beklemmung, wenn man nur das Wort Jud in den Mund nimmt. Vielleicht trägt das Jahr in Israel hier dazu bei, dass ich für mich persönlich diese Beklemmung verliere. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ganz persönlich einfach etwas tun muss. Meine ersten Anregungen erhielt ich durch meinen Beruf als Buchhändler. Und als ich von der Aktion Sühnezeichen erfuhr, sah ich eine Möglichkeit, einer von mir besonders stark empfundenen moralischen Verpflichtung nachzukommen. Für mich persönlich ist es eine moralische Aufgabe, um über die Vergangenheit hinwegzukommen. Ich bin nach Israel gekommen, um hier im Land festzustellen, ob die Juden tatsächlich so sind, wie sie bei uns in Deutschland immer hingestellt werden. Und zweitens, um durch meine Mitarbeit etwas zur Verständigung zwischen beiden Völkern beizutragen. Weil ich nicht immer nur reden wollte für eine Verständigung mit Israel, sondern weil ich auch mal etwas dafür tun wollte, und zwar mit Arbeit etwas dafür tun wollte. Und weil ich weiß, dass es in Deutschland noch sehr viele Menschen gibt, die also mit der Vergangenheit absolut nichts zu tun haben wollen und die auch heute noch, in meiner persönlichen Bekanntschaft so, auch heute noch Antisemiten sind und alles ableugnen, was damals geschehen will. Ich wollte den Israelis zeigen, dass in Deutschland eine neue Generation aufwächst, die neue Freundschaft und neue Verständigung mit Israel will. Georg, 22, aus Karlsruhe, er will Lehrer werden. Peter, 21, Abiturient aus Stuttgart, er will Medizin studieren. Christel aus Grenzach-Baden. Zu Hause sitzt sie an der Schreibmaschine. Sie ist Auslandskorrespondentin. Hier arbeitet sie im Marsan, im Kleiderhaus. Bügeln, waschen, nähen, stopfen. Für alle. Sie arbeiten überall. Ein Angestellter, ein Silberschmied, ein Verlagsbuchhändler, ein Elektriker, einige Techniker, eine Wirtschafterin, eine Studentin. Ein ganzes Jahr lang. Zuerst waren sie in einem Kibbutz in Galiläa. Seit November sind sie in Magal. Vor 4 oder 5 Jahren haben wir die erste Gruppe gekriegt und ein paar Leute wollten sie hier nicht bekommen. Aber nach der ersten Gruppe und wir haben uns mit den Menschen zusammengelernt, war alles in Ordnung und wir kriegen weiter diese Gruppen und wir kommen sehr gut zusammen. Mittagessen. Zwischen 12 und 2 trifft man sich im Gemeinschaftshaus. Man bezahlt nichts. Geld ist verpönt im Kibbutz. Man kommt und isst und man bekommt, was man braucht. Alle Kibbutzniks sind gleich. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Bärbel aus Ludwigsburg hat Küchendienst. Morgen wird Peter dran sein oder Chaim oder Avraham. Alle sind einmal dran. Man erzählt die Geschichte, dass auch noch Ben-Gurion, der frühere Ministerpräsident, Küchendienst hat, wenn er in seinen Kibbutz zurückkehrt. Man plaudert über die Arbeit. Hans hat den Finger eingeklemmt, arbeitsunfähig, und plötzlich ist man wieder beim Thema. Es ist erstaunlich, dass bei vielen Juden, vor allem bei solchen, die aus Deutschland kommen, eine Art Hassliebe zu Deutschland festzustellen ist.
Ich hatte ein Erlebnis ganz am Anfang meiner Zeit. Ich wurde beim Trampen mitgenommen und nachher eingeladen von einem Juden, der aus Deutschland kam. Er hat sehr viel Negatives über Deutschland gesagt und hat auch gesagt, er würde nie mehr nach Deutschland zurückkehren. Ich habe dann gesehen, er hatte neben sich die Frankfurter Allgemeine liegen. Und ich frage ihn, ja, warum beziehen Sie dann noch eine Zeitung aus Deutschland? Dann sagt er, na, ich komme doch aus Frankfurt. Manchmal wird abends gesungen. Einer hat ein Benjo mitgebracht. Man singt hebräische und später deutsche Lieder. Nicht alle Kibbutzniks sind da, zu müde oder keine Lust. Ein paar Soldaten in der Ecke, die jordanische Grenze ist nicht weit. Nili, sie ist in Deutschland geboren, sie war im KZ, Kinderlähmung. Es gab keinen Arzt für sie. Sie hat jetzt ein verkrüppeltes Bein. Trotzdem ist sie Verbindungsmädchen zwischen dem Kibbutz und den Deutschen. Würden Sie nach Deutschland gehen? Nein. Warum nicht? Ich habe viel erlebt als Kind und ich habe Angst, wenn ich jetzt komme nach Deutschland, bekommt noch viele Leute, was denken, was zwischen Krieg haben sie gedacht. Und das, Leute, die noch genauso denken wie damals? Wie damals. Und das macht mir ein bisschen Angst. Hora-Tanz. Am Abend des Schabbat versammeln sich die Tanzlustigen. Magal ist kein Religiöser, Magal ist ein Mapia-Kibbutz, sozialdemokratisch. Gary ist gekommen, von einem Nachbar-Kibbutz. Man kennt nur seinen Vornamen. Gary war Major in der Armee. Gary war Lehrer. Jetzt arbeitet er wieder in seinem Kibbutz. Mit den Händen. Gary, der Kibbutz-Philosoph, kommt einmal in der Woche zu den Deutschen. Es gab bei uns im Kibbutzleben einige Krisen. Und die Krisen zeigten sich immer daran, dass die Menschen zu suchen aufhörten. Wenn die Menschen übersatt im Speisesaal saßen oder in ihren Zimmern saßen und nicht zu den gemeinsamen Versammlungen kommen, ach geh, was redet man dort? Man beschließt sowieso irgendwo anders. Dieses Meckern hört man in jedem demokratischen Staat. Das ist immer ein Zeichen, dass der Staat in Ordnung ist. Jeder Beschluss, wenn die Mehrheit etwas beschlossen hat, auch wenn du dagegen warst, ist das dein Beschluss. Ihr kennt mich sicher schon genug, ihr wisst, dass ich nicht der allerernsteste Mensch bin. Ich habe schrecklich gern Blödsinn zu machen, schrecklich gern Spaß zu machen. Ich tanz gern, ich trinke gern manchmal und alles. Aber man kann doch nicht nur vom Tanzen leben und nur vom Trinken leben. Das ist ja immer der springende Punkt. Bei fast allen Gesprächen, ernsthaften Gesprächen mit Menschen hier im Land, wurde uns immer wieder die Frage gestellt, warum zögert Deutschland noch, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen? Und die zweite Frage, warum lässt Deutschland zu, dass Wissenschaftler in Ägypten an der Herstellung von Vernichtungswaffen gegen Israel mitarbeiten? Wir konnten den Menschen sagen, dass wir etwas getan haben, um dazu beizutragen, dass in diesen beiden Punkten etwas geschieht. Wir haben an die Fraktionen der Parteien geschrieben und von der SPD eine Antwort erhalten, die das Bedauern darüber ausdrückt, dass noch keine Beziehungen aufgenommen wurden. Von der FDP eine sehr diplomatisch ausweichende Antwort und von der CDU bisher noch keine. Bohrende Fragen für den Leiter der Sühnezeichengruppe. Bohrende Fragen auch bei einem Interview mit einem Journalisten der größten israelischen Zeitung. Michael Shashar, stellvertretender Chefredakteur der Haaretz Illustrierten. Dies die Schlagzeilen. Im Rahmen der Aktion Sühnezeichen, deutsche Jugend arbeitet in israelischen Kibbutzim. Nur wenige hundert folgten dem Ruf. Man will schließlich Geld machen. Man soll Schluss machen mit den Kriegsverbrecherprozessen. Ich verzichte nicht auf meine von Polen besetzte Heimat. In England habe ich meine Staatsangehörigkeit verleugnet. Schlagzeilen, die die jungen Deutschen in ihrem Interview mit Michael Shashar machten. Sie gaben zu, dass sie eigentlich nur eine ganz kleine Minderheit in Deutschland sind. Nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung, sondern, und das war ziemlich erstaunlich, auch zwischen der Jugend in den Universitäten und in anderen jugendlichen Kreisen sind sie nur eine ganz kleine Minderheit. Und die Diskussion war teilweise ziemlich scharf. Und wie ich sie zum Schluss fragte,
Nehmen wir mal an, die Lage in Deutschland heute wäre ungefähr dieselbe wie in Deutschland im Jahre 1933. Besteht die Möglichkeit, dass ein neuer Hitler aufsteht in Deutschland? Und da gab mir keiner eine vollkommen negative Antwort. Aber immerhin, wie gesagt, persönlich habe ich gar nichts gegen diese Jugendlichen. Ich muss ihnen immerhin nur sagen, dass ich fragte zum Beispiel meine Frau, die alleine in Belgien im Krieg lebte und gelitten hat unter dem Nazi-Regime, ob ich ein oder zwei von diesen Jugendlichen nach Hause einladen kann, hat sie sich geweigert und da gab es keine Diskussion mehr. Denn man muss doch schließlich verstehen, dass hier noch viele tausende Juden leben, die persönlich gelitten haben zur Zeit vom Nazi-Regime und dass man das nicht nur logisch betrachten kann. Diese jungen Deutschen sind nach Israel gekommen, um sich mit den Juden zu versöhnen. Glauben Sie, dass heute eine Versöhnung zwischen Deutschen und Juden möglich ist? Eine Versöhnung ist wahrscheinlich überhaupt nicht möglich. Die Frage ist, ob man solche Gruppen hier in größerer Nummer annehmen kann. Ich meine nicht in größerer Nummer, aber immerhin, wenn solche kleinen Gruppen kommen, so muss man sie beachten und hoffen, dass in der weiteren Zukunft die Beziehungen doch besser sein werden. Bald sind die letzten Orangen geerntet. Bald werden die jungen Deutschen in die Heimat zurückfahren. Sie haben in Israel erfahren, wie schwer es ist, Jude zu sein, wie schwer deutscher Jude. Und dass es nicht leicht ist, aber notwendig, wenn Deutsche wie diese unter Juden leben. Ich denke an einen Studenten, der uns immer aus dem Weg ging. Als er 2 Monate lang mit einigen aus unserer Gruppe zusammengearbeitet hatte, da taute er auf und erzählte uns dann eines Tages, dass er sich die jungen Deutschen ganz anders vorgestellt hatte. Er meinte, man müsste es ihren Gesichtern ablesen können, dass sie Kinder dieser Nazi-Verbrecher seien. Und heute ist es so, dass wir einen sehr guten Kontakt zu ihm haben. Einige aus unserer Gruppe schon bei seinen Eltern in Jerusalem waren und er uns von Zeit zu Zeit zu Partys einlädt.